Das Garnisongrab befindet sich auf dem Südwestfriedhof Stahnsdorf, wenige Meter westlich der Friedhofskirche. Nachdem die Gruft der kriegszerstörten Berliner Garnisonkirche mehrfach geplündert worden war, ließen Berliner Magistrat und der Berliner Synodalenverband die Gruft 1949 beräumen. Die sterblichen Überreste von 199 Menschen, darunter preußische Generalfeldmarschälle, Generäle, Offiziere und Adlige, wurden in das Massengrab auf dem Südwestfriedhof Stahnsdorf umgebettet. 2004 kamen noch einmal die sterblichen Überreste von ca. 300 Menschen dazu, die man bei Bauarbeiten auf dem zur Bebauung freigegebenen östlichen Teil des alten Garnisonfriedhofs in Berlin-Mitte gefunden hatte. Somit ist die kleine Fläche in Stahnsdorf anonyme letzte Ruhestätte von ca. 500 Menschen. Obwohl die Namen der 199 Toten aus der Gruft der Garnisonkirche bekannt sind, fehlt vor Ort jeglicher Hinweis auf die Identität dieser hier Bestatteten. Es gibt nur einen allgemeinen Gedenkstein.